sind Fledermäusen. Echt? Ja, kein Witz. Ich habe letztens nach Verpackungsmaterial gesucht. Machst du den Schrank auf, putze mir die ganzen Fledermäuse entgegen. Ich denke, ah, ich bin begraben unter Fledermäusen. Wir haben auch noch tausende von Soundtracks von irgendeinem Spiel. Irgendwie tausende von Soundtracks da stehen, die keiner benutzt. Und irgendwann ist das nur noch Müll, was da rumsteht. Ja, bei Publishern, meine lieben Leute, oder auch bei Entwicklern, stehen Boxed-Versionen einfach rum und irgendwann schmeißen sie die einfach weg. Was? Kein Witz. Dann werden einfach mal so 60, 70 Spiele auf einmal in den Sack gesteckt und auf Wiedersehen. Ab in Müll. Weil die kosten dich dann nur noch Geld, als dass du damit Geld verdienst. Ja, ich muss dazu sagen... Wenn sie da rumstehen? Ja. Nein, wenn du die dann verlost oder so, dann musst du aber dann das Porto zahlen. Ja gut, das ist... Was wolltest du dazu sagen? Ich muss dazu sagen, den Soundtrack hätte ich gern behalten, weil der einfach sehr schön ist, aber... Wie gesagt, das Spiel hatte ich da schon und dann habe ich gedacht so, boah, nee, für so eine pottenhässliche Figur und für irgendwelche Postkarten und... dasselbe Spiel und ich weiß nicht, ich müsste lügen, wenn da jetzt Sticker dabei gewesen sind. Keine Ahnung. War keine Sticker dabei. Es gab noch eine Special Edition mit irgendeinem Puzzle. Ah, ein Puzzle war drin. Genau, ja, ein Puzzle genau. War auch noch drin. Das war mir das dann nicht wert, da habe ich alles wieder zurückgeschickt, aber... Ja... Ja... Ich kann auch Ahnung, dazu sagen, wenn du Figuren machen lässt, Voicy, das ist eine Sache, die ist unglaublich teuer. Die lassen die dann in Asien herstellen und dann sind die natürlich nicht ganz so geil, ne? Das Einzige, was mich an dieser Figur so gestört hat, das hat mich wirklich tierisch abgefuckt, weil im Spiel ist Mona richtig hübsch und die Figur hatte Glubschaugen. Die hatte richtig rausstehende Glubschaugen. Habe ich gedacht so, nein, Mona! Ja, das Slucky, mein Schatz, sag mir mal, was hältst du davon? Digitale Extras, ja oder nein? Kommt drauf an, bei welchem Spiel. Bei welchem Spiel würdest du denn jetzt eher Sachen in den Händen halten wollen, als bei anderen? Genau. Keine Ahnung. Wo setzt du da das Kriterium? Also, wenn es Boxen geben sollte, denke ich, da muss mindestens mindestens eine Figur und ein Poster und noch irgendwie eine DVD zu den Making-ofs oder sowas. Dafür würde ich mir eine Box kaufen. Und wenn es jetzt solche Spiele sind wie zum Beispiel Far Cry 3, dann würde ich mir da gerne schon was angucken, wie die es mit den Zeichnungen gemacht haben und sowas. Also so eine Making-of-DVD wäre schon ziemlich cool. Als Feature. Ja, wo man den Entwickler mal über die Schulter gucken kann. Das genau. Wäre wirklich interessant, ja? Ja, vor allen Dingen, das habe ich mir auch schon gedacht, weil es ist zwar eine Sache, wo du vielleicht ein bisschen Arbeit reinstecken kannst, aber oder musst, aber wenn du eh zum Beispiel zu Entwicklern irgendwo hinfährst, dann kannst du auch gleich ein kleines Making-of drin mit einem kleinen Interview und dann wollen die Leute das auf einmal sehen. Aber nie, kein Spieleentwickler würde sich die, oder kein Publisher würde sich die Mühe machen. Außer die Großen jetzt, EA oder was weiß ich. Aber ein kleiner, dafür ist das halt zu viel Aufwand. Da muss dann schon einer hingehen und sagen, ich mach das jetzt. Und verschwende quasi dafür Arbeitszeit, weil die sich alle nicht vorstellen können, dass es funktioniert. Aber du, ich meine, du siehst, ich sag das immer am Beispiel von Dedalic, ne? Auch wenn mir das furchtbar leid tut, so. Aber es ist einfach so, Dedalic weiß, wie es geht, die machen das gut. Aber die haben auch ihre 40 Praktikanten, die da unbezahlt rumsitzen. Ist so, leider. Ja. Und deshalb schaffen die halt so viel auch im Social-Media-Bereich. Die Leute lecken sich die Finger, um zu Dedalic zu kommen. Obwohl Dedalic seit Jahren keine schwarzen Zahlen schreibt. Ja, die haben immer noch ihr erstes Darlehen, was sie aufgenommen haben für ihr erstes Spiel, die 50.000 Euro nicht zurückgezahlt. Oha. Slugwar left the game. Hat bei mir ziemlich doll geruckelt. Weißt du, und nur, weil die 23.000 Fans haben, die sie fast alle durch Gronkh haben, oder nicht fast alle, das wäre gelogen, aber sie haben bestimmt davon irgendwie 10.000 durch Gronkh gekriegt, und nur weil die alle sagen, oh, geiles Spiel, das kaufen wir, oder wenn bei EA auf der Seite die neue PC-Version, die neue Box-Version von Dead Space 3 vorgestellt wird, diese Limited Edition, und für $160 und dann irgendwie 600 Fans schreiben, das muss ich unbedingt kaufen, dann kannst du davon ausgehen, dass sich davon genau 5 Leute dieses Ding kaufen. Und nicht 600. Und bei Dedalic auch so. Wenn da, weiß ich nicht, 3000 Leute sagen, das Spiel kaufen wir uns, sind es vielleicht 100 Leute, die sich das kaufen. Und die Verkaufszahlen, die guckt sich natürlich keiner an. Die Leute gucken nur alle auf Facebook und sagen, oh, guck mal, wie viele Leute da geliked haben. Und das ist dann auch für die Chefs wichtig, weil die Chefs keine Ahnung haben von Social Media. Die meisten jedenfalls nicht.
Interessiert nur das Ergebnis. So ist das in der Gaming-Branche, meine lieben Freunde. So und nicht anders. Ja, naja. Ich brauche... Ich brauche... Au. Brauchst? Ein Gerät. Wie heißt denn das Gerät? Der Gerät heißt das. Ich mag meine... Meine Box von Borderlands, die sieht so cool aus. Joa. Toggle Edge? Nein. Weiß nicht, Pulse da Form. Kaufe ich lieber für 30 Euro bei Amazon so richtige Figuren davon. Als dass Internet ich mir so eine... Ich meine gut, der Marcus war ganz nett. Der war ganz toll, der steht neben mir, ne? Bubble, bubble, bubble. Es war mal was, es ist halt was ganz Nettes gewesen. Na, aber die haben halt auch viele digitale Extras und das meiste, was halt ist, ist halt digital und das finde ich so schade. Andererseits, ich meine, viele... Das Einzige, was die digital hatten, waren diese Skins und dieser Comic, den ich mir noch nicht angeguckt habe. Alles andere in der Box war physisch. Ja, ich meine, viele Spiele sind ja fast nur noch digital. Es gibt ja, ja zum Beispiel so Spiele wie Quantum Conundrum, die sind in Deutschland gar nicht boxed erschienen. Oder sowas. Gibt's da nur auf Steam und dann ist es klar, dass da viele digitale... Ja, das finde ich auch ganz schlimm. Mein Bruder hat ein Spiel, da hatten Rio und ich drüber geschwärmt, dieses Journey. Ja. Und das kam The Journey Down oder was? Nein, einfach nur Journey. Okay, nur Journey. Okay. Nee, und dieses Spiel kam in Deutschland auch einfach nur für den PS3 Store. Aber das Spiel ist einfach nur so toll. Ah, ich könnte... Schwärm. Ja, das kotzt mich übrigens auch noch an, diese Konsolen-Only-Spiele, um die Leute dazu zu verleiten, Konsolen zu kaufen. Ey Leute, selbst wenn ich Halo 4 noch so dringend spielen will oder Heavy Rain, ich kaufe mir dafür keine Konsole. Guck ich mir ein Let's Play an. Recht hast du. Ja, sorry. Ich weiß nicht, würde... Weiß jemand von euch, wie man Stone Reaver macht? Mal so nebenbei. Nein. In welchen Ofen ich die Steine dafür reinpacken muss? Nee, wisst ihr nicht gut. Warum leckt das bei mir so extrem? Bei mir leckt es auch, aber es geht. Es leckt hier ab und zu mal zwischendurch. Ich kann mich keine 2 Meter bewegen. I don't know. Liegt es an der Quarry? I don't know, die ist aus. Okay. Die Quarry ist aus. Die Quarry ist aus. Ich muss mal kurz Licht in deinem Haus machen. Das ist einfach zu... In welchem Haus? Ich wollte gerade Fackeln holen und war auf dem Weg, aber irgendwie hat es mich dann rausgehauen. So. Aber wir haben eh nicht alles dabei dafür. Oh, auf jeden Fall. Alles klar, ne? Oh, habe ich mich schon so oft gefragt. Ah, weiß Bescheid, Schätzelein. Yeah. Es wird dunkel, oh Gott. Echt? Mhm. Cool. So, Stone Anode. Redstone und Stone Beaver, alles klar. Wie viel brauche ich davon? Von den Stone Anoden? Bei mir leckt es auch immer. Immer genau, wenn ich in diese Richtung 3 gucke. Stück. Ja, ich kann Stone Beaver und Redstone. Ich würde mal kurz gucken, woran es liegt. Oh Gott, da schreibe ich einer an auf Facebook. Fee, hast du noch das Handy? Ja, meinst du, ich verkaufe das in 3 Stunden oder was? Ja, vielleicht. Da sind schon mal die. Ja, vielleicht. Geil. Wollt ihr da echt im Dunkeln so stehen bleiben? Was wollen wir? Was wollen wir trinken? 7 Tage lang, was wollen wir trinken? So ein Durst. So ein Durst. Es ist genug für alle da. Okay. Er schreibt 300 Euro. Ja. Leben Sie jetzt live in der Microfig, wie viel Ihr Handy verkauft? Das Handy für 250. Das will er für 300 Euro haben, hä? Das ist ein schlechtes Geschäft, mein Sohn. Warum brauche ich eigentlich sowas Kompliziertes hier? Ich brauche eine Stonewire. Das ist ja einfach. Ja, ein Stonewire. Brauche ich nur einen einzigen von. Super. So, Stonewire. Vielleicht sollte ich jetzt so noch ein paar Crafting Tables aufbauen. Das ist vielleicht besser. Boah, dieses Wasserding nervt mich hier total.
da irgendwo ein Fisch drin oder sowas? Was? Ach, hier, mach doch mal Krach hier, Wasserkrach. Kennst du Wasserkrach? Nein. Gut. Ich glaube, ich baue hier noch ein paar von den Tables gleich hin. Von denen hier, von den Project Tables. Ah, das meinst du, das Platschen. Ja, nervt total, oder? Aber in unserer Quelle ist nichts. Stone Leaf. Und ich brauche ein Stone-Kathode. Ah ja, okay. Nee, was? In unserer Quelle ist nichts. Nee, da ist nichts drin, habe ich gerade schon geguckt, aber... Ich guck mal, was platscht. Guck mal, was platscht. Ein tödliches Eiskalt. Stone Leaf, ein, danke. Not Gate. Ich hoffe, das geht jetzt mit diesem Not Gate. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber verschwinde ich mal in meinen Technikraum. Ja, ich habe schon einen Technikraum. Wow. Das Labor joined the game. Kann ich es einfach hier irgendwo an die Wand klatschen? Ah, geht's wieder? Mhm. Jetzt geht's wieder einwandfrei. Ich glaube, ich gehe einfach nicht mehr in euer Lager. Achso, ist es da unten? Immer wenn ich über das Lager oder über das Wasserkraftwerk fliege, dann laggt. Liegt vielleicht in den Lampen von Rio. Er weiß das schon. Jetzt habe ich keine. Ich weiß eh nicht, was er da für Lampen gebaut hat. Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Dann ich glaube, das sind doch nur ganz normale Redstone-Lampen, die er da gemacht hat, oder? Glowstone. Keine Ahnung. Ja, mein ich doch. Leck, also da kann er nichts. Die sind eigentlich nur hässlich. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was das darstellen soll, Rio. Tut mir leid. So, ich möchte jetzt, Ja, du möchtest. Nacht machen. Was denn? Wie heißt das Teil, das du mal benutzt, um irgendwie ganz viele Blöcke auf einmal wegzumachen? Destruction Catalyst. Macht man das? Oh je. Warte, ich hab noch einen in der Tasche. Oh, gib mir bitte einen. Ich brauche es. Wie benutzt man den, bevor ich was kaputt mache? Warte. Okay. Warte, ich stehe vorm Lager. Ja. Geh mal. Sind die Lampen aus gerade? Ja. Ja. Hat sie den Strom abgeschaltet gerade? Nee. Komm mal mit, Fee, wo wir üben können. Ja, hier, Fee. Ach, ich kann den nicht zubauen, verdammt. Um vielleicht aufs Thema zurückzukommen. Raza, dein Spiel des Jahres 2012? Und worauf freust du dich 2013? Ich freue mich 2013 auf SimCity. Echt? Ja, echt. SimCity habe ich schon damals auf dem Super Nintendo gespielt. Boah, echt ewig her schon. Ja, SimCity denke ich. Und 2012, was kam da für Spiele raus? Ich weiß es gar nicht mehr, schon so lange her. Wir haben schon fast März. Mhm. Schreiben. Ich werf dir schon mal was entgegen. Juhu. Wieso geht das denn jetzt hier nicht? So. 2012, was kam da raus Tolles? So, jetzt müssen wir was gucken, wo wir testen können. Zum Beispiel Far Cry? Mal hier runter. Hab ich nicht gespielt. CSGO? Habe ich nicht gespielt. Ich habe so gut wie kein Spiel gespielt, was 2012 rauskam. Naja, vielleicht. Muss ja auch nicht nennen. Also ich habe eins gespielt, aber das ist nicht so das Brüller gewesen. Ich habe 2012 eigentlich nur Minecraft und LoL gespielt. So. Aber das ist nicht da rausgekommen. Vielleicht Season 3 von... Guck mal, dein Inventar, dann gibt es... Habe ich noch nicht gespielt, also noch kein Ranked in Season 3. Gibt es einmal Mobius Ball und einmal den Destruction Catalyst. Ja. Mit V... Ich glaube, du fragst aber auch den Falschen, ich bin nicht hier so der Spielerexperte. Mit V kannst du deine Reichweite vergrößern, mit STRGV verkleinern und mit Rechtsklick... Was? Mit V? Was? STRGV, also STRG und V, verkleinerst du die Reichweite? Ja. So, dann hörst du das und dann geht das, dann macht das immer so ein Geräusch, so als würde der runterfahren. Und wenn du V drückst, lädt er sich auf. Nee, das ist Shift und V, mein Herz. Oh, Shift, Entschuldigung. Ah, okay, und bing, okay. Genau. Und mit Rechts nutzt du das dann. Benutzt das jetzt. Und dieser schwarze Ball, da sind dann die ganzen Items drin. Ah, du bist voll. Mich auf. Heißt, wenn ich würde das Ding nicht in den Händen halten, wenn du versuchst, eine Türe aufzumachen. Zumindest nicht im Lager. Okay. Okay, geht. Geht? Einen wir. Achtung. Mutti. Alles gut.
Wo seid ihr? Passiert gar nichts. La la la. Boys, komm mal zu mir. Ja.